Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Der erste aus Patch 9.2 jetzt. Und dazu bin ich schon einmal hier in der neuen Zone und zwar in Serra Mortis. Und dort können wir von einem Rare einen Mount bekommen. Und zwar schimpft sich der Rare Hirukon. Und diesen Rare müssen wir aber beschwören. Und der Spieler, der den Rare beschwört, kriegt anscheinend hundertprozentig das Mount. Und andere Spieler, die mit draufhauen, wie man mittlerweile noch vermuten kann, zumindest nur, können das dann aber tatsächlich auch zu einer geringeren Chance bekommen. So, ich bin jetzt hier dabei, den Rare zu beschwören. Und um das machen zu können, müssen wir einige Schritte absolvieren. Und dazu habe ich mir auch schon Handy-Notes runtergeladen. Da sind nämlich alle Schritte hier mit drauf. Und dann können wir die nacheinander abklappern. Dann machen wir das einmal zusammen. Und am Ende wisst ihr, wie ihr quasi den Mob beschwören könnt und euch dann auch zu 100% das Mount holen könnt. Das allererste, was wir machen müssen, ist erstmal hier in den See zu gehen. Und zwar, der See befindet sich hier bei den Koordinaten 51, 71. Und wir müssen erstmal ein Item rausangeln. Und dieses Item heißt hier seltener Schleim. Und diesen seltenen Schleim können wir einfach, wenn wir hier in diesen See reinangeln, rausziehen. Ich habe den mittlerweile schon erangelt. Das Ding könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen. Ihr seht, dass das Ding hier relativ viel kostet aktuell noch. Wo ich das Video aufnehme, ist der zweite Tag vom Patch, also es ist alles noch ein bisschen überteuert. Hier für fast 1 Million im Auktionshaus drin, wenn ihr euch das Angeln ersparen wollt. Ich habe auf WoW Head ein bisschen geguckt, da schreiben Leute, dass sie 1000 Tries auf das Ding gebraucht haben und da ewig schon reingeangelt haben, manche 4-5 Stunden geangelt haben. Ich habe jetzt tatsächlich 2 Minuten geangelt und habe es rausgezogen. Hat den Hintergrund, warum ich euch das erzähle, einfach deswegen, weil ich mir mein altes Angelgear angelegt habe. Ich kann euch nicht bestätigen, dass das was bringt, ich kann aber nur mutmaßen. Ich habe mir einmal den Angelhut angelegt, Netzangelhut, da kriegt man nämlich 8 Angelfertigkeit plus. Dann habe ich mir Angelschuhe vom Angel-Event aus, hier Stranglethorn angelegt, die bringen nochmal 5 Angelfertigkeit. Dann habe ich die alte Tiefenlichtangler-Angel angelegt, die kriegt man aus Legion, das ist die Legion Legendary Angel, da hat man nochmal plus 6 Angelfertigkeit, 15 Angelfertigkeit plus dann nochmal 6, die ich verzaubert hat, da kriegt man so einen Faden auch aus dem Stranglethorn Angel-Event. Und dann habe ich natürlich noch einen Köder drauf, den ich über den Hut mir selber drauf machen kann, mit nochmal 10. Und dann war ich halt overall bei einer Angelfertigkeit, ich glaube 44 plus, genau, also 244. Und ich habe jetzt 5 Schwünge reingemacht, also ihr seht, 5 Fische plus das Ding rausgezogen und war fertig. Kann jetzt natürlich sein, dass es mit der Angelfertigkeit nichts zu tun hat und dass ich einfach nur Sau-Luck hatte. Oder die Angelfähigkeit, wenn ihr euch die hochpusht, bringt euch einiges und ihr habt es dann auch in 1-2 Minuten wie ich und müsst halt keine 3-4 Stunden hier rumangeln. Ne? Das ist nur die Geschichte, die ich euch zeigen wollte. Wenn ihr noch ein bisschen altes Angelgear habt, könnt ihr es ausprobieren. Schreibt dann auch gerne in die Kommentare, wie lange ihr gebraucht habt, mit welchem Angelskill. Gut, das ist das erste Teil, was wir uns besorgen können. Und seltener Schleim heißt das Ganze. Sobald ihr das habt, können wir dann einmal weiter tigern. Ich zeige euch nochmal die Koordinaten. Also wir sind hier quasi an dem See bei den Koordinaten 51, 72. Da könnt ihr das rausangeln. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 2. Und zwar brauchen wir dann hier einen bestimmten Fisch, stinkender Blobfisch schimpft sich der. Und diesen bekommen wir einmal in der Scherbenwelt. Ich befinde mich hier einmal in der Scherbenwelt, dann in den Zangermarschen. Und dann müssen wir hier unten reinschwimmen, wo es zu den Instanzen geht, SSC und den 3-5-Mann-Instanzen. Und dann sind wir quasi an dem Pool, wo wir reinschwimmen, hier drin. Und wenn ihr dieses Item gelootet habt, was ich euch vorhin gezeigt habe, diesen seltsamen Schleim, dann seht ihr hier so einen Pool, da angelt ihr einmal rein und kriegt eigentlich sofort den stinkenden Blobfisch. Und wenn ihr den habt, brauchen wir noch 2 andere Materialien und dann müssen wir die gesammelten Materialien bei einem NPC abgeben. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt einmal in Nasjatar, das ist diese BFA-Zone. Da braucht ihr ein extra Portal hin, also sprich, ihr müsst die Nasjatar Prequest machen, falls ihr die noch nicht gemacht habt. Und dann sind wir hier unten auf den Koordinaten 73, 24 und dort haben wir dann einen bestimmten Pool, der schimpft sich ein Schwarm Flossenfische und da angeln wir jetzt mal rein. Also den anderen habe ich auch nur gesehen, solange ich quasi das Item noch nicht hatte. Und ich vermute, dass es hier ähnlich ist. Den anderen konnte ich ja quasi auch wieder First Try rausangeln. Ich vermute jetzt mal, dass es bei den anderen Fischen hier quasi auch der Fall ist. Und da haben wir es einmal. Oh, ein Flossenfisch, der haut ab und den müssen wir jetzt einsammeln. Okay, interessant. Oh, in so was bin ich schlecht. Fangen. Okay, der ist wieder weg.
Ah ne, ich habe den Flossenfisch bekommen und ihr seht, der Pool ist jetzt auch weg. Und dann haben wir den zweiten Fisch, den Flossenfisch. Einen brauchen wir noch. Dann sind wir am nächsten Punkt angelangt. Und zwar, wie ihr hier schon sehen könnt, sind wir jetzt einmal in Vashir angekommen. Also, das ist diese Cutterzone in Vashir. Ne? Da habt ihr in SW oder in OG ein Portal hin. Einmal, also in SW ist quasi hier das Portal. Ihr könnt natürlich da auch einfach rüberflattern. Und dann, wenn ihr hier in der Zone seid, gibt es drei Zonen. Wir müssen einmal in die schimmernden Weiten. Und in der schimmernden Weite müssen wir hier in diese Ruinen von Vashir. Und dort in den Ruinen, wenn ihr seid, müsst ihr auf die Koordinaten 34, 75 in etwa. Ja? Ich filme jetzt mal ein bisschen raus, dass ihr seht, wo wir sind. Das ist nämlich hier ein bisschen tricky, weil es sehr, sehr viele Ebenen gibt. Und dementsprechend kann man sich verirren. Also es gibt quasi die Bodenebene. Dann gibt es die mittlere Ebene und die obere Ebene. Ne? Das seht ihr. Boden, Mitte, oben. Wir müssen in die mittlere Ebene. Also mittlere Ebene. Da schwimmen wir rein. Und dann ist hier so ein Balkon, wie ihr seht, an den Säulen. Also wir kommen quasi von diesem großen Muschelding und dann der erste Balkon ist es. Und dann müssen wir hier hinten ran schwimmen und dann hier, ne, ganz an dem Rand dran. Das ist alles hier grün, ist ein Teil, das nennt sich Spiralkrallen-Tentakel. Und das müssen wir anklicken und dann bekommen wir das Item. Und damit haben wir unsere drei Items, die wir zum NPC bringen müssen. Also ich schwimme nochmal einen Ticken raus. Ihr seht, hier haben wir quasi dieses Gebäude und da ganz in der Ecke rechts dran ist es. Ja? Ich hoffe, ich habe es verständlich zeigen können. Ist echt ein bisschen schwierig zu sehen, weil es genau dieselbe Farbe hat wie dieses Moos. Gut, dann gehen wir zum NPC. Dann sind wir jetzt bei besagtem NPC und das ist hier Baronin Vashi und die befindet sich einmal in Maldraxxus und da sind wir hier unten an dem See dran, der ist auf den Koordinaten 57, 92, könnt ihr einfach hinfliegen oder wenn ihr nicht fliegen könnt, hier gibt es auch eine Höhle, da könnt ihr durchlaufen. Mit der können wir jetzt quatschen und die müsste uns die Items jetzt einmal umtauschen. Also sie hat als erstes einen Dialog, dass ich diesen Schlamm habe. Und dann sagt sie uns, was wir an Materialien brauchen. Das könnte man theoretisch noch vorher machen. Ich habe mir jetzt direkt die Materialien schon besorgt. Dann haben wir nämlich noch einen zweiten Dialog, dass ich die benötigten Materialien dabei habe. Und wenn ihr den Dialog auswählt, dann bekommt ihr nämlich hier einen Köder. Der schimpft sich Aureli Denkköder. Und, Aureli Denkköder, so rum. Und den brauchen wir jetzt, um dementsprechend unseren Rare rauszuangeln. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Gut, dann sind wir jetzt am Platz zurück, wo wir hin müssen. Und zwar sind wir jetzt wieder auf den Koordinaten 51, 74 in Terra Mortis. Und hier müssen wir den Typen rausangeln. Als allererstes sollten wir jetzt den Köder hier nehmen und anwenden. Und dann müssten wir quasi sehen, wo wir angeln können. Jetzt muss ich mal schauen. Irgendwo hier in der Mitte müsste dann ein Pool sein, wo ich reinangeln kann. Für eine Viertelstunde habe ich jetzt einen Buff. Ich vermute es einfach, das ist irgendwo hier. Angeln wir einfach mal drauf los. Und ich habe auch, wie ihr seht, eine Gruppe aufgemacht, dass die anderen Leute quasi auch den Rare mit umhauen können. So wie ich es verstehe, kriege ich dann als derjenige, der den beschwört, zu 100%ig das Mount und alle anderen können quasi dann auch zu einer sehr lowen Chance das Viech mit rausziehen. Eigentlich sollte jetzt hier ein Pool auftauchen, den sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und gucke jetzt mal, ob ich den irgendwo rausziehe. Gut, nach ein bisschen rumsuchen habe ich den Pool auch gefunden. Ich hatte hier halt die Leute eingeladen, dass wir den Rare gleich machen können. Und der Pool ist einmal, wenn ihr seht, der Höhleneingang ist jetzt hier, ne? Und der Pool ist quasi in der Nähe von dem Höhleneingang. Hier haben wir den Aurelien-irgendwas-Schwarm und da müssen wir den anscheinend rausangeln. Das Ding ist, da waren jetzt so viele Leute drauf gestanden, dass ich das jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Ich habe jetzt auch nur noch 10 Minuten den Buff, 5 Minuten verbraucht, hier den Schwarm zu suchen. Eher suboptimal. Jetzt gucken wir mal, wahrscheinlich brauche ich ein paar mal reinangeln. Ne, sogar nur einmal. Jetzt ist der Rare aufgeploppt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den gleich behaken können. Müsste jetzt eigentlich irgendwo hochkommen. Ah, da kommt er. Und ja, ich würde sagen, den hauen wir jetzt um und dann schauen wir mal, was am Ende droppt. So wie es aussieht, kann der Mob nicht sonderlich viel. Hier mit einer vollen, fast vollen 40-Mann-Gruppe geht er jetzt relativ schnell down. Und jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Mount aussieht. Kann jetzt einmal reinlooten. Da ploppt es auch auf. Also ich habe das Mount auf jeden Fall drin, weil ich den halt auch beschworen habe. Und jetzt schauen wir mal im Gruppenchat. Mir wird gesagt, dass es eine kleine Chance gibt, dass es die anderen auch looten können. Aber so wie es aussieht,
hat das sonst keiner außer mir rausgezogen. Kann das jetzt hier nicht bestätigen, das stimmt. Leute hatten mir gesagt, dass auch teilweise mehrere schon das Mount einmal rausgezogen haben. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal und dann zeige ich es euch auch. Schauen wir auch das Mount-Emote so ein bisschen an. Tiefen, da haben wir es, genau. Tiefenstern Aurelit, so heißt es, genau. Und da haben wir die schicke Qualle. So Quallen-Mounts kennen wir ja schon in WoW. Mal gucken, schauen wir das Mount-Emote mal an. Oh, ist nett, ne? Eine Leuchtequalle, schaut schön aus. Und ja, damit haben wir auch das erste Mount aus Patch 9.2. Und ja, das waren eigentlich so die Tipps, die ich euch geben kann. Eins vielleicht noch am Schluss. Mir wurde gesagt, dass wenn man den Typen, weil das ja ein Rare ist, an dem Tag quasi schon einmal angehittet hat, sich dann selber den Köder holt, dann hat man den Loot-Lockout und kriegt das Mount nicht. Also heißt, wenn ihr euch den Köder erfarmt habt, haut vorher den Rare nicht an und falls ihr den vorher schon mal gekillt habt, dann solltet ihr den Köder für den nächsten Tag aufbewahren, um dementsprechend ihn dann einzusetzen. Denn sobald ihr den Köder einmal eingesetzt habt, ist er dann auch einmal weg, also der wird verbraucht und ihr könnt ihn dann nicht mehr beschwören, den Rare, und müsst ihn dann theoretisch neu angeln. Gut, damit sind wir aber auch jetzt wirklich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir gerne noch Kommentare schreiben. Wenn euch noch irgendwas unklar ist, dann versuche ich darauf einzugehen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.